കഞ്ചി കഞ്ചിക്കോ മുന്തിരി മുത്തൊളി ചിന്തിക്കോ മഞ്ചടി വർണ്ണ ചുന്തരി വാവേ തങ്കുന്നക്ക തകതിമിയാടും തങ്കനിലാവേ Genussvolle Abenteuerreise für alle Sinne. Während der Monate Juli und August verwandeln sich die Swarovski-Kristallwelten im Rahmen ihres ersten Sommerfestivals in eine Mela, ein farbenprächtiges indisches Fest. Initiiert von Cultural Director Carla Rumler, mitbetreut und gestaltet vom indischen Modedesigner Manish Arora, entstehen unter der Mitwirkung zahlreicher Künstler und Designer Manishs persönliche Favoriten aus Indien. I think you can expect a blast of happiness, a blast of joy, celebration. Indians, like we are, full of energy, full of color. We're not going to let you sleep. Nächsten Monat im August wird es ein Open-Air-Kino geben, wo wir indische Filme zeigen. Sehr traditionelle, aber auch sehr moderne. Das ist Manish Arora sehr wichtig, ein modernes Indien auch zu zeigen. Diese Filme können Sie hier am Abend sehen mit den herrlichen Daybeds. Wir haben Dance-Performances, wie Sie jetzt auch sehen, siebenmal am Tag. Wir haben indische Speisen, so eine Art Culture Clash mit Tiroler Speisen vermischt. Also der indische Chefkoch wird mit dem österreichischen Chefkoch Speisen kreieren und wir hoffen, dass alle Besucher große Freude daran haben. One, two, three, four. Wer bleibende Erinnerungen mitnehmen möchte, kann sich mit seinen Liebsten vor einer stilechten Kulisse verewigen lassen. Gestaltet von einem der bekanntesten Wedding-Planner des Subkontinents, Sumant Jayakrishnan. Indian weddings are like opera. They're grand, they're big, they're dramatic. And the very basis of crystals is that they are dramatic. They attract the eye, you know, you see them, they sparkle. They're the closest thing to diamonds that you have. And so crystals are used excessively in Indian weddings, whether in the clothes, whether it's part of decor, whether it's part of linen, cushions, tableware, floral arrangements. You know, so it's very intrinsically a part of why I think Swarovski is so successful in India, because a lot of it is related to the wedding market. And now it's moved into the space of interiors and home as well. So that's, there's a big link and connect. Geschäftsführer Stefan Isser deutet an, dass dies wohl nicht das letzte Sommerfest in den Kristallwelten sein wird. Aufgrund der positiven Resonanz unserer Gäste werden wir das im nächsten Jahr auch wieder durchführen. Wahrscheinlich nicht unter einem Länderschwerpunkt, aber mehr darf ich noch nicht verraten. Ein Gesamtkunstwerk aus schillernden Farben und Formen, exotischen Aromen und faszinierenden Klängen führt die Besucher der Swarovski-Kristallwelten in die zauberhafte Welt des Subkontinents Indien.